Im August 2016 veranstalteten die Saarer eine originalgetreue schwäbische Hochzeit in der Gemeinde. Etwa 80 Mitglieder der Volkstanzgruppe spielten die Rollen der Eltern, Pateneltern, der Braut, des Bräutigams, der Kranzelmädchen und so weiter. Es gab zwar keine richtige Eheschließung, das junge Paar hat in der Wirklichkeit nicht geheiratet, aber alle haben interessiert und begeistert mitgemacht. Und auch die Teilnehmer des in Ungarn stattfindenden dritten Welttreffens der Donauschwaben waren anwesend. Beginnt das Drehbuch der Saarer schwäbischen Bauernhochzeit. Die Hochzeitsgäste versammeln sich je nach verwandtschaftlicher Zugehörigkeit im Hause der Braut oder des Bräutigams. Die Kranzelmädchen und Burschen gehen mit den Spielleut zuerst den Bräutigam zu verabschieden und abzuholen. Lebt wohl, geehrte Hochzeitsgeister! Ich werde heute meine scheine Braut mit frommem Herzen zum heiligen Altar führen. Aber mein Herz tut er weh, dass ich mein Vater und meine Mutter verlassen muss. Lieber Vater, dir bedanke ich alles, dass du mir erklärt hast und dass du ein richtig Mal von mir gemacht hast. Gott soll mit dir sein. Liebe Mutter, mein Herz tut er weh, dass ich dich verlassen muss. Danke, dass du mich aufgezogen und allerweil geschützt hast. Gott soll dich behüten. Gott segne, liebe Geschwister, die ich heute auch verlassen. Und jetzt beten wir Vater unser. Vater unser, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. So komme uns dein Reich, dein Wille geschehen, wie im Himmel es aus Erde. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Nein, liebe Braut, du musst das erste tanzen mit deiner Kerl. Also dann tritt bitte über den Tisch. Musik.